Hallo und herzlich willkommen. Es heißt, bald im Norden gelten den Stamm Bilder, die Splitternacht in den Kampf ziehen. Damit werden wir zur Stadt übersetzen. Den Plan hat unser allergnädigster König Volltests für uns entworfen. Was habt ihr jetzt, ihr Vogel? Du hast den Großmeister besiegt und die Rebellion in Fysima beendet? Tritt ihnen in die Asche, Geralt. Mit Volltest zum See! Bist du tatsächlich so hart, wie man sagt? Wenn alles gut geht, trinken wir unseren Wein noch voll. Deine Anwesenheit beleidigt die Götter. Sie werden sich in der Schlacht von uns abwenden. Fluch, Hexe! Irgendwelche Ratschläge vom Veteranen? Du hast den Großmeister besiegt und die Rebellion in Fusima beendet? Und gleich nochmal, damit ihr Zucht und Ordnung lernt. Du hast den Großmeister besiegt und die Rebellion in Fysima beendet? Kopf hoch, Hexer! Das Einzige, was mich tatsächlich stört. Willst du unsere Sache unterstützen? Was für eine Sache? Wir haben da so einen Hilfsfonds für Veteranen. Einen Fonds? Und das hat euch schon jemand geglaubt? Das ist kein Betrug. Hier geht's ums Armdrücken. Armdrücken? Genau. Du tust die Cola auf den Tisch und trittst gegen mich an. Wenn du gewinnst, sagst du die Einsätze ein. Wenn nicht, dann kriegt der Fond die Piepen. Lust auf Armdrücken? Ja. Geht an den Fond. Lust. Ich meine, wir haben ja genug Geld, ne? Aber. Alle Achtung! Ist ein strammer Bursche! Wer den Mund verliert, ist ein toter Mann! Suchst du den König? Mit Volltest zum Sieg! Erbarmen! Seid euch fremd! Die Götter sind mit euch! Was immer ihr tut, das ist euch! Was für ein Tag für eine Schlacht! Sei unbesorgt, Gesandter, wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen! Ganz offen, Majestät, ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und... Endlich! Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren, wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Sie kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begebt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt.
Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was hält die Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verhallt ist. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und dem Ponta-Feldzug. Norman Sador. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sador. Für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum 10-Schaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Bisschen Schnaps, bevor es auf den Turm geht? Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder! Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück! Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn es sein muss, ändere ich's einfach. Kommt ja nicht in Frage, dass eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Ada lebt nicht mehr. Ich habe keine anderen Kinder. Ich verstehe. Diese Unterredung ist beendet, Gesandter. Kehr in dein Zelt zurück. Schwarzharden vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist er schon gekommen? Ich möchte seinen faltigen Schädel in einem Sack an M hier schicken. Aber Triss Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich doch. Mehr war nicht drin. Ha! Ich wusste doch, dass du einer der Unsrigen bist. Was die Leute reden, schert mich einen Rattenschiss. Wie bei Ada. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Sagen wir jetzt die Wahrheit? Ja. Triss hat ihn seziert. Er könnte ein Hexer gewesen sein. Ein Hexer? Was habe ich diesem verdammten Hexer denn bloß getan? Was weißt du sonst noch darüber? Er trug kein Gildenzeichen, aber das muss nichts besagen. Viele an deiner Stelle hätten diese Entdeckung verschwiegen. Triss soll mir nach der Schlacht Bericht erstatten. Jetzt kümmern wir uns um die Verräter. Ja. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr! Was ist denn da los? Oje, Graf Edgeberry! Hier, Hexer! Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Noch vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Komm schon! Wie viel höher? Anderthalb Tage. Haben wir ihn erwischt? Oh ja. Ha! Ein Verräter weniger. Auf in den Kampf! Mir nach, Hexer! Thank you.
würde Luisa verzeihen, wenn sie vor ihrem König niederkniet. Sehr großmütig. Du spottest. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler einsieht. Und außerdem brauchen die Kinder ihre Mutter. Ich kann nicht ganz folgen. Ach, Hex, das ist doch ganz einfach. Luisa und ich hatten nur eine kleine Krise. Sie wollte Dinge von mir, die ich ihr nicht geben konnte. Verstehst du? Vermutlich. Gleich kamen Leute wie Etcheverry gerannt. So edel, so einfühlsam. Steckten ihr, der böse König wolle ihr die Kinder nehmen. Sie könnten sie schützen, vielleicht auf den Thron setzen. Die Baronin ließ sich beschwatzen. Jede Mutter täte das. Natürlich ging es den Herren nur um ihre eigenen Privilegien und die Schwächung der Krone. Doch mir fehlt ein Weiberschoß. Tauch ich dort den Pinsel ein, kann ich endlich fröhlich sein. Hallo. Gruß euch, Soldaten! Heil euch, Schnee! Verdammt und eins, wohin ziehen wir? In den Kampf! Verdammt und eins, wofür kämpfen wir? Für den Sieg! Verdammt! Achtung, wir sind fast da! Alle Mann an die Waffen! Dieser Turm war eine miserable Idee. Er sollte die Moral der Aufständischen brechen. Diese Adelsfuzzis kamen her, um ein bisschen auf den Mauern zu wandeln. Sterben durften die Soldaten für sie. Elendig, im Straßendreck unter ihnen. Wenn mich der Dienst in der Armee irgendwas gelehrt hat, dann das. Ob Schlacht oder Ball, die Edelgeborenen haben die vornehmsten Plätze und die besten Kleider. Doch Schluss mit dem Geplänkel, Hexer. Fahr fort. Zuerst lief alles glatt. Dann stießen wir auf Arjan Lavalette. So, so. Arjan Lavalette. Unser erster wirklicher Kampf. Lord Zeuxen, stürmt das Tor zu der Insel in der Mitte! Ein guter Tag zum Töten, Eure Majestät! Mir nach, meine Herren! Für Temerien! Lord Swan, eure Leute kommen mit mir! Wir müssen Arjan Lavalette schnappen und so die Moral der Verteidiger brechen! Zu Befehl! Geralt, meine Herren, mir nach! Die Ehre ruft! Zieht euch zurück, verdammt! Ich verbiete euch zu sterben, verstanden? Die Schweinehunde sind gut postiert. Wenn es so weitergeht, knallen die uns wie die Enten ab. Hast du eine Idee? Die Balliste wird das Problem lösen. Okay.
Was ich besser machen kann, und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin, haut rein.